Herzlich willkommen! Hier ist die 28. Folge unseres Erfolgformats von Brain Content. Nämlich, hier sind wir wieder bei Channel View. Und was wäre diese Sendung ohne den, ich möchte fast sagen, hochbegabten Pascal? Ach, danke, danke, untertreib doch nicht. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend an die lieben Zuschauer. Ja, oder wann auch immer ihr das guckt, vielleicht guckt ihr es ja mittags, vielleicht nachmittags, vielleicht nachts, man weiß es nicht, aber. Ja, wir sind gerade abends beim Aufnehmen, kann man vielleicht an der Stelle auch mal verraten. Sagen wir ja sonst nie. Wir haben heute bei uns in der Sendung einen, ja, ich möchte schon auch sagen, so ein bisschen auch einen Weltstar. Ja, er war schon das ein oder andere Mal bei uns in einer Sendung, die nennt sich Brain Talk. Heute ist er das allererste Mal in Channel View. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist. Hallo, Frankster. Mensch, nach dem Intro habe ich mich jetzt auf Lurker gefreut, aber der ist ja wohl heute nachweislich nicht da. Der ist richtig, der ist nur im Brain Talk, aber wir haben die Training getrocknet und können heute trotzdem eine Sendung machen. Ja, freut mich auch mal bei Channel View, der Kritik-Sendung, die es in sich hat, Punkt, dabei zu sein. So, richtig, denn die hat es heute in sich. Ich glaube, das wird heute lustig werden. Wir haben heute ganz tolle Kanäle wieder mit dabei, 2 deutsche Kanäle, einen internationalen Kanal und der Frank hat euch natürlich heute auch noch einen Kanal mitgebracht, den er euch dann vorstellen wird, auch uns. Wir wissen selbst noch nicht, was er uns da mitgebracht hat. Aber du hast dich auch auf die anderen Kanäle vorbereitet, deswegen wirst du auch damit sprechen. Ja, wenn man davon Vorbereitung reden möchte, ja. Ja, schön. Passi, mit was fangen wir denn heute an? Ja, wir fangen heute mit einer Perle aus der deutschen YouTube-Landschaft an. Ein sehr kontroverser Kanal, der aber immer wieder für Gesprächsthema sorgt. Ja gut, das haben kontroverse Kanäle so an sich. In letzter Zeit wirklich sehr, sag ich mal, bekannt geworden für die großartige Toleranz. Es geht nämlich um Mert Martan. Mert Martan ist ein deutscher YouTuber mit 886.000 Abonnenten. Hauptsächlich bekannt durch sogenannte Pranks und in seiner Videobeschreibung sagt er über sich selbst: Willkommen auf dem offiziellen YouTube-Channel von Mert Martan. Auf meinem Kanal erwarten euch besondere und lustige Pranks, wie zum Beispiel mehr peinlich auf der Straße und wenn du Eier hast. Zum Beispiel spiele ich sehr gerne FIFA T, mache Pack-Openings und vieles mehr. Comedy-Videos sind natürlich selbstverständlich, mehr Reacts und eine Vielfalt von anderen Videos sorgen für eine angenehme Unterhaltung. Schaut euch doch mal bei mir um, ihr findet ganz bestimmt etwas Interessantes, das zu euch passt. Ja, und wie wir den Kanal, der seit 2010 existiert, finden, seht ihr jetzt. Frank, hat dir dieser Einspieler gerade gefallen? Mensch, das war ja eindeutig mal der beste Einspieler in der Geschichte von Brain Content, wenn ich das mal so sagen darf. So, und allein die Animationen, die Grafik, das Voice-Over, ich meine, den Typ, den kann man mögen, muss man aber nicht, aber ansonsten war hier echt klasse. Dankeschön. Ja, das genau deswegen haben wir dich bezahlt und deswegen bist du doch hier, um genau solche Sätze zu sagen. Wir kommen zur Kategorie Content bei Mert Martan. Frank, was macht Mert Martan an Content? Ja, das ist ein bisschen schwierig, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil ja. Der Mert und ich, damals hieß er übrigens nicht Mert Martan, sondern noch Günther Schwartenbauch, wir waren damals zusammen in der Anfängerklasse von Islam für Anfänger, hieß der Kurs. Der hat uns damals quasi die Basics für die Vertuschung der echten Absichten einer Religion vermittelt und das gab es damals auch schon, wenn man jetzt weiter ausholt, zu Zeiten der Hexenverbrennung bei den Katholiken, aber die sind ja inzwischen harmlos geworden. Naja, auf jeden Fall haben der Günther, also der Mert und ich damals uns noch echt gut verstanden, aber es war auch schon damals irgendwie klar, weil er war auch schon videoaffin etc., dass wir vielleicht irgendwann mal aus Spaß an der Freude einen Webvideo-Dschihad ausrufen würden. Und das war damals noch in ferner Vergangenheit. Wir haben uns dann irgendwann verkracht, naja, noch nicht mal verkracht, aus den Augen verloren. Und jetzt habe ich ihn im Vorfeld dieser Sendung, der Recherche, als du mir diesen Kanal genannt hast, wiederentdeckt. Und ich bin da so ein klein wenig befangen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, das ist übrigens eine ernstzunehmende Kritiksendung hier. Also wollte ich nur mal gesagt haben. Pasi, was möchtest du zum Content sagen? Welcher Content? Ich dachte immer, Content heißt so viel wie Inhalt, aber ich sehe keinen. Das ist richtig, ja. Also, wenn ich auf Merz Kanal draufgehe, dann sehe ich erstmal ganz viel, was ich nicht sehen will. Also, man sieht irgendwie Videos, die völlig irrelevant von ihrem Inhalt her sind, mit Clickbait vollgeschissen und einfach Sachen, die niemanden interessieren, ja. Also, warum? Ich habe mir ein Video angeguckt und das hat mir schon gereicht.
Reden wir jetzt noch über Mert Matran oder über Brain Content? Nee, über die Isolierstation. Ah, okay. Ja, genau, gut. Wir reden jetzt über die Isolierstation. Ja, da gibt es halt auch noch einen Punkt für die Isolierstation. Nein, aber Mert Matran, also das ist genau für mich der Content, was für mich YouTube so ja, negativ eigentlich gemacht hat. Also das ist genau alles Schlechte, was YouTube Deutschland meines Erachtens nach repräsentiert. Also irgendwelche merkwürdigen, an der Grenze von allen möglichen moralischen Sachen, Pranks, ja, irgendwelche langweiligen und völlig absurden Challenges, Straßenumfragen, also Schrott, den man schon von Jahrzehnten, den ganzen schlechten Müll, was man aus dem Fernsehen kennt, in schlechter YouTube-Qualität und das noch von einem Menschen präsentiert, ja, der auch von jenseits von Gut und Böse ist, möchte ich sagen. Und das ist halt dann nicht so schön, der Content. Was hast du denn für Fernsehsender, wenn du sagst, Schrott, die man aus dem Fernsehen kennt, nur in schlechter? Also ich habe da jetzt nicht ansatzweise irgendwas gesehen, was jetzt Fernsehqualität gehabt hätte. Gut, so kann man es natürlich auch sehen. Also diese Straßenumfragen, ich meine, das kennt man ja. Das ist ja ein altes Mittel, an dem man sich hier bedient. Ja, also das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, das kennt man nicht. Ja, aber das ist halt wirklich deutlich, deutlich schlechter, in einer ganz schlechten Qualität. Und ja. Ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so tief in die Materie eingestiegen, weil Mert Matan hat man ja noch in Erinnerung gehabt durch diesen ApoRed und noch, wie hieß der dritte Dödel? Ich weiß es nicht mehr. Leon Mascher. Leon Mascher, genau, diese Pseudo-Beef-Geschichte. Und deswegen habe ich mir da jetzt nicht allzu viel angeschaut. Eigentlich habe ich mir jetzt als Vorbereitung nur sein neuestes Video angeschaut, was hieß Abschied nehmen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das wird bestimmt ein trauriges Video mit irgendeinem Inhalt. Aber es ging eigentlich nur darum, dass er seine Schwester und seinen Schwager und das kleine Kackplag an den Flughafen gefahren hat. Und das war aber auch nur ein kleiner Teil vom Video. Also es war so, also ich bin richtig großer Fan von Vlogs. Ich finde Vlogs toll. Da kann es um noch so sinnfreie, sinnlose Dinge gehen, wenn mir die Person, und die ist es mir meistens, weil Leute, die Vlogs machen, sind in gewisser Hinsicht auch sympathisch. Also wenn mir die Person sympathisch ist, dann interessiert mich eigentlich so gut wie alles, was die erzählt. Ganz einfach, weil es schön ist, wenn da jemand sich öffnet. Bei dem Vlog hingegen habe ich überhaupt nichts. Also der hat mir überhaupt nichts gegeben. Erst sitzt er im Auto und wartet auf seine Schwester und erzählt, dass er jetzt gerade Ramadan hat. Und dann trifft er seinen Kollegen Dennis, den er einen stabilen, ich muss mal in meine Notizen schauen, den er einen stabilen Typ nennt, aber der manchmal ein V-Mann wäre. Dennis sieht irgendwie deutsch aus, ist es aber vielleicht nicht, weil er andauernd nach jedem Satz Digger sagt. Vielleicht ist es aber auch einfach nur, ist er verunsichert, weil da jemand eine Kamera auf ihn hält, so sah er zumindest aus. Und da muss man halt irgendwie cool wirken oder denkt vielleicht, wenn man nichts in der Birne hat, dass es cool wirkt, wenn man nach jedem Satz einen Digger hinten dran stellt. Dann erfahren wir, dass Mert Matan teilweise Kopfschmerzen hat. Dann labert er ein paar Minuten mit Dennis über nix. Dennis sagt ungefähr 50 Mal Bruder. Dann sehen wir, dass Dennis einen Hilfinger-Pulli anhat und er rechtfertigt das mit "Ich hilf gerne deswegen". Das war dann wohl der Lacher von dem Video. Dann wird wieder Auto gefahren und es fährt ein Lamborghini an ihm vorbei und dann fahren sie eine Weile durch die Gegend und irgendwie versuchen sie immer einen Lamborghini zu filmen. Schnitt, dann ist er zu Hause, hat gegessen, will aber kein Essen zeigen, weil Fastenzeit, und das wäre ja ungerecht, wenn sich jemand, der gerade fastet, das Video dann später anschaut. Dann zeigt er Kappen, die er gekauft hat, redet aber auch schon, wohnt er eigentlich zu Hause? Ja, oder? Ja, doch, ich denke schon, weil sein Vater hat ihn ja daheim. Wohnt man zu Hause. Sein Vater hat ihn ja daheim verprügelt. Ich meine, ja, der Lars hat mich schon richtig verstanden. Die Bayern wissen, was zu Hause ist. Aber da Horm ist da Horm. Ja, weil er da so leise geredet hat, da dachte ich mir schon, der will bestimmt nicht den Vater aufwecken, sonst, keine Ahnung, rennt er in sein Zimmer und beschimpft ihn als Homo oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Die schlechte Anspielung, wenn man den Content vorher nicht gesehen hat. Es gab ja diesen kleinen, in Anführungsstrichen, fingierten Skandal. Da war ja was. Mit, was heißt fingiert, das ist ja nicht wirklich fingiert, es wurde ja im Nachhinein als fingiert hingestellt. Richtig. Ja, generell, man hat es hier jetzt mit, und da lehne ich mich weit aus dem Fenster, auch mit einer Religion zu tun, die halt im weitesten Sinne meiner Meinung nach homophob ist, und das hat man halt in diesen Videos damals gesehen. Und aber noch nicht mal sowas war in dem Video zu enthalten. Also er hat dann noch Kappen gezeigt und hat gesagt, dass er sich irgendwann auch einen Lamborghini holen möchte.
Und ja, man hat dann sein Kinderbett im Hintergrund. Also, was heißt Kinderbett? Das ist so ein Ein-Personen-Bett. Also, mir wäre das eindeutig zu klein, aber er scheint sich ja da wohl in seinem Mädchenzimmer recht wohl zu fühlen. Ja, und dann war das schon zu Ende. Und ich habe so am Rande noch erfahren, dass das wohl Ramadan-Diaries gewesen sein sollen. Ja, aber Frank, du wirst lachen. Also so ungefähr ist jedes Video von ihm aufgebaut. Also das war wirklich, man könnte das auch als Grundrezept für seine Videos nehmen. Also auch Hauptsache immer irgendwas mit Lamborghini immer, ganz wichtig, ja, immer zeigen Lamborghini. Seine ganze Schuhsammlung muss auch immer irgendwie rein. Und dann halt auch immer so ein klassisches Sticker zwischendurch, auch einfach mal so ein bisschen, ja. Und das ist Also dann Bruder, halt. ich weiß gar nicht, was du hast mit Digga. Also finde ich gar nicht schlimm. Nein, Spaß. Also ich merke ja quasi, wie mir das Gehirn zum linken Ohr rausläuft, wenn ich mir ein Video von dem angucke. Das will da einfach nicht mehr. Es läuft einfach raus. Ja. Aber es sind so dämliche Videos, die keinen Schwanz jucken. Ich meine, der Race-Start-Prank an seiner Schwester. Alter, wen juckt's, ob deine Schwester Angst hat, wenn du schnell Auto fährst, beziehungsweise beim Anfahren einen Kickdown machst? Ey, das ist alles das Gleiche, nur mit einem anderen Titel. Und ich Ja. weiß nicht, wie sowas zu 883.000 Abonnenten kommt. Wollte gerade sagen, es Das. jucken wohl 883.000 Abonnenten im gewissen Sinne. Ja, Also das uns ist jetzt nicht, aber der sehr Rest. traurig, muss man sagen. Sehr, sehr traurig. Ne? Ja, also ich weiß nicht, contentmäßig wirklich Mert Martin, starker Kanal. Und weiter so, kann man eigentlich noch sagen. Du bist auf einem Auf guten jeden Weg. Fall. Na, Ja. mach genauso weiter und dann. Also wie gesagt, er repräsentiert halt einfach alles Negative in YouTube Deutschland, meines Erachtens nach. Und ob er schon jeweils dann gedacht hat, wie man authentisch rüberkommt oder so, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, darüber macht sich Mert Martin gar keine Gedanken. Ihm ist es Nein, nur nein, ich wichtig. denke, der ist authentisch. Der ist halt einfach Ach so. so, das könnte natürlich auch sein. Ja, das ist es. Ja. Schade, ja. Content, Mert Martin. Ich finde leider kein Content, muss ich sagen. Aber vielleicht habt ihr eh was gefunden. Das schaut nicht so Ja. aus. Dann kommen wir zur Präsentation. Wie präsentiert sich Mert Martin? Auch. Beschissen, nächste Kategorie. Frank, wie präsentiert sich Mert Martin? Ja, Mert Martin ist, wenn ich das richtig gesehen habe, einer dieser jugendlichen, jungen, hippen Leute, die die Kappe nicht mehr biegen und hat sich dementsprechend bei mir sowieso schon disqualifiziert. Also jeder, der sich so eine teure Kappe kauft und die dann nicht biegt, ich bitte dich. Also die Frage, die ich mir stelle, warum macht man sich so einen komischen Haarschnitt, wenn offensichtlich ich glaube, an der linken Seite des Haars irgendwie eine Narbe am Kopf ist. Und dass man die dann jedes Mal so schön sieht und man jedes Mal eigentlich sich nur auf diese Narbe am Kopf oben konzentriert. Das ist aber auch Nee, Absicht. das ist das Entlüftungsloch. Ach so, meinst du, das braucht er immer auch so ein bisschen. Ja, da wird ab und zu mal ein bisschen Hirn abgesaugt, falls was nachwächst. Aber weil, wir haben ja alle diese Videos gesehen und irgendwie müssen die auch zustande kommen. So, danke, dass du mich darüber jetzt informiert hast. Ich habe mich immer Gern gewundert. geschehen. Ja, ach so. Ja, aber ansonsten, mein Gott. Dein Vater war mir damals sehr sympathisch. Naja, hätte halt Ach, zu Ende du gebracht, was magst an. homophobe Menschen? Nee, aber ich mag mehr Martins Vater. Ich habe das nur am Rande verfolgt. Das war quasi, also ich kannte Mert Martin als auch ApoRed, als auch, wie hieß der dritte, den ich schon wieder Leon vergessen habe. Mascher. Ja, die kannte ich alle überhaupt nicht. Wäre da nicht der Herr Newstime gewesen, der die quasi in den Underground promotet hat, dann hätte ich die bis heute wahrscheinlich nicht gekannt. Der Thomas. Liebe Grüße an der Stelle an unseren. Ja, was möchtest du, Herr Newstime, an der Stelle sagen? Du bist ja auch ein großer Freund von ihm. Na klar, bester Mann. Nicht. Ja, so viel dazu. Also liebe Grüße an dich, Thomas. Wir denken an dich auch heute. Ich finde übrigens immer seine Ich nicht. Blogartikel. Ich finde übrigens seine Blogartikel immer sehr schön. Da. Also kann es sein, dass er Wörter benutzt, die man eigentlich nicht benutzt. Also zumindest nicht im schriftlichen Gebrauch. Naja gut, wenn du mal siehst, was er dann teilweise postet und danach ein Video zu macht, dann ja gut, er liest halt das ab, was er dann später zum Video verarbeitet. Aber gewährleistet schreibt man übrigens nicht wie Gewehr, Thomas. Ja. So, sonstiges. Was kann man sonst noch zu Mert Martin sagen? Pasi, was möchtest du noch sonst zu Mert Martin sagen? Nichts mehr. Hat mich genug geschädigt. Ja, du musst doch was zu seinem Kanal noch sagen, so wie wir Ja, was das hier soll man denn immer dazu machen. sagen, Digga? Das ist Abfall. Das geht nicht. Das kann man War sich da einfach gerade ein nicht Digger? in. War da Ja, gerade da ein. war ein Digga. Ja, da war Ey, ein Digga. Ich Bruder, pass wünsche auf, was ein. du sagst, Bruder. Alles klar, Habibi, mach ich. Oh Mann. Was ist mit Bibi?
Da kriege ich ja die Dagibi. Ist ja auch heute kein Thema. So, also Matt Martin, der Kanal von ihm finde ich nicht schön. Das Kanaldesign kann man natürlich auch sagen. Beziehungsweise eigentlich der Banner doch. Der Banner, muss ich sogar sagen, er ist professionell gemacht. Fällt aber dann schon wieder leider hinten runter, weil sein Gesicht drauf ist. Ey, das Profilbild ist ausnahmsweise mal nicht scheiße. Das ist sogar gut fotografiert. Ich sehe nur einen Fehler, relativ zentriert in dem Profilbild, und zwar, das ist sein Gesicht. Aber der Rest ist eigentlich ganz okay. Vor allem so diese schwarzen Bereiche, das gefällt mir. Nein, nein, der Rest ist... Entschuldigung, bin abgerutscht, nicht okay. Hast du mal gesehen, wie sein Instagram-Name heißt? Merde? Nee. Merti mit Doppel-Y unterstrich Man. Also nicht Mann, sondern Mehrzahl, Männer. Oh, sehr gut. Wir können ihm ja auch mal einen Englischkurs buchen, so ist das ja nicht. Ja. Vergebene Liebesmühe, aber klar, lass uns sammeln. Ja. Ja, also der Banner also wäre... Also seinem Instagram-Account erkennt man übrigens auch, wie dumm er ist. Er erzählt ja immer, dass er einen dicken Mercedes haben will. Und hier postet er einen, meint, das wäre der Dicke, und das ist gar nicht der Dicke. Sehr ja, schlau. Das ist auch ganz wichtig, bei so Leuten wie Matt Martin und Apple Red immer zu protzen irgendwie. Ja, immer sagen, dass sie... Also das mittlerweile wird es ja gar nicht mehr geleugnet, dass man mit dem Zeug unendlich viel Schotter macht. Man sagt, man gibt es offen zu und sagt, ja, ich mache viel Geld mit scheiß Content, aber ihr schaut's ja, super. Früher war man immer noch so fair und hat das wenigstens geleugnet, muss man sagen. Da hat man gesagt, nee, also YouTube, damit verdiene ich eigentlich gar nicht so viel. Ich kann kaum davon leben. Ich mache das ja nur für euch. Man ist inzwischen davon weg und sagt, ja, ich verdiene damit viel, aber ich mache auch scheiß Content. Und das ist aber auch gut so. Ja, das ist, kann man jetzt auch positiv sehen, aber ja. Das sind so die Zeiten, da wünscht man sich wirklich Waititi zurück. Ja, da hat man wenigstens noch... Ist so. Und die fand man damals schon scheiße. Aber im Vergleich zu heute war das ja Gold. Richtig. Ja. Aber was will man da noch erwarten? So, also... Das sind die Jochen gar nicht mehr der größte Krampf auf YouTube, wenn du dir sowas anguckst. Wie als Lali schon sagte, der Zeitgeist hat sich wohl einfach geändert. Das könnte sein. Oder? Ja, warum? Ganz ehrlich, ich schwör's dir, 2011, 2010 oder ja sogar noch 2012 wird man solche Hohlköpfe von der Plattform runtergemobbt. Die wären niemals so groß geworden. Das glaube ich aber auch, ja. Ja, aber das Publikum bleibt jung oder steigt wieder jung ein, und da werden halt andere Inhalte verlangt. Und ich bin ja ein Verfechter der Theorie, dass jede Generation, die nachkommt, dümmer ist als die davor. Also dementsprechend kann es und wird es nur noch schlimmer werden. Ja, aber dann muss der IQ ja spätestens 2023 bei den Neugeborenen in den Minusbereich gehen. Ja, da ist er auch jetzt schon angekommen. Ah ja, dann. Also wenn ich mir den Content so anschaue, der auf YouTube rumkriegt, dann kann ich da nur zustimmen euch, ja. So, jetzt wandeln wir die ganzen Aussagen, die wir jetzt zu Matt Martin gesagt haben, mal noch in Punkte um. Wir beginnen da wieder von vorne in der Kategorie Content. Und Frank, wie viele Punkte gibst du in Content Matt Martin? Ja, wie gesagt, schwer, ne? Der Günther und ich, wir haben ja gemeinsame Vergangenheit, und ich tue mir da auch ein bisschen schwer bei der Tatsache, dass, ja, wer bin ich, dass ich jemanden, der tausendfach mehr Abos hat, als ich jemals haben werde, und der mit, keine Ahnung, der nimmt sich seine Canon Legria Mini X, mit der sie ja jetzt alle unterwegs sind, hält sie sich einmal an den Hintern, furzt, lädt das hoch und hat mehr Views, als wir in unserer ganzen YouTube-Karriere haben wollen. Deswegen, wer sind wir, dass wir hier den Content verurteilen? Ich sag einfach mal, der Content ist da, der Content wird nachweislich auch gesehen. Jetzt nicht von uns, es sei denn, wir machen uns drüber lustig oder sprechen drüber, aber von der breiten Masse von klickwilligen, hirnlosen Jugendlichen, die das irgendwie geil finden, ich persönlich finde den Content scheiße. Das bedeutet? No. Ja, gut, keine Ahnung. Sagen wir mal 2 von 10. Okay. Passi. Ein Punkt. Ich kann auch gleich die Gesamtpunktzahl nennen. Ich glaube, die ist eh klar. Ja, wir wollen es ein bisschen spannender machen für die Freunde von Matt Martin. Übrigens, falls Zuschauer von ihm zuschauen, das kam ja manchmal vor nach solchen glorreichen Bewertungen, dann grüßen wir die herzlich, und auch euch schenken wir den Duden. Als Geschenk. Ich gebe ihm einen Punkt in Content tatsächlich, dann doch so viel, weil, ja, für mich ist wirklich Matt Martin der YouTuber, der wirklich das, in meinen Augen, schlechteste, was es aktuell auf YouTube gibt, so widerspiegelt. Also, der ist bei mir fast noch
auf einer noch eine Stufe unter ApoRed, finde ich persönlich, weil allein die Präsentation von ihm, also da kommen, na, da gebe ich ja gleich noch mal in einen Punkt, aber auch das hat schon mal gesagt, brechreizerregend. Also wirklich, da finde ich die Maus unter der ganzen Kotze immer nicht mehr. Und die ganze Art, wie er schon redet und dass das präsentiert, und das wirkt sich dann auch alles so negativ aus, dass ich da wirklich nur noch einen Punkt geben kann, beziehungsweise nur einen Punkt geben muss, ja, weil ich darf ja nicht null geben, von daher. Ein Punkt auch von mir in Content. So, Präsentation. Wie viel gibst du, Frank, in Präsentation? Präsentation ist jetzt nicht nur gemeint, wie sieht der Kanal aus, sondern wie präsentiert er sich? Hauptsächlich genau, wie präsentiert er sich nach außen? Sonstiges wäre mehr, wie sieht der Kanal aus? Ja, sagen wir es mal so, der Günther ist ja studierter Philosoph. Ich glaube, er hat Philosophie und Geschichte studiert. Und dafür, dass er diesen Charakter, diesen, ja, Mert Martin, so glaubhaft darstellt, 3 von 10. Der Frank hat aber ja eine raus, du. Passi? Ja, krass, der Frank, so viele Punkte kriegt er von mir insgesamt. Ja, also dafür, dass Mert einfach so unglaublich nervig, penetrant und irrelevant ist, gebe ich ihm natürlich seinen verdienten einen Punkt. Ja, da kann ich mich auch an der Stelle einfach wieder anschließen. Ich gebe ihm in der Präsentation einen Punkt. Der kriegt von mir in keiner Kategorie auch nur ansatzweise mehr als einen Punkt, weil da eigentlich hätten wir Dena im Vergleich 30 Punkte geben müssen, tatsächlich, weil das ist wirklich... Das stimmt wohl, ja. Was hat denn Dena bekommen? Ja, auch 3, glaube ich, insgesamt. Ne? Ja. Da seid ihr aber echt schon so ein bisschen sehr streng. Ich meine, ich bedenke bei jeder Wertung auch wieder, das muss man ja noch floppen können. Es muss ja, aber ich glaube, bei Mert Martin sind wir wirklich auf einer angekommen irgendwo, das kann man auch irgendwo nicht mehr floppen. Also einen Tod auf der Straße vorzuspielen und dann zu schauen, wie die Leute drauf reagieren, oder ja, einen Gay-Prank. Ja, aber sie reagieren ja. Ja, sie reagieren, das ist schön. Wenn der richtige Hater vorbeigelaufen wäre, hätte er die Arme hochgestreckt und endlich gerufen. Ja. Nee. Ja, aber das ist halt, ich glaube, da sind wir auch, also meine persönliche Endstufe angekommen. Natürlich wird es immer noch schlimmer werden. Es wird immer und immer schlimmer werden, dass irgendwann, schon wird man mit brennenden Hamstern, gibt es wahrscheinlich auch schon, ja, sicher irgendwo, in Amerika gibt es ja das. Bin ich mir fast. Ich glaube, das macht Keoma auch privat. Also das könnte natürlich auch sein. Von daher, also, kommen wir noch zu Sonstiges. Frank, wie viel? Ja, keine Ahnung, ein Kanalbanner ist da, nachweislich, und man sieht, wie man ihn weiter erreichen kann, unter anderem mit diesen tollen, sehr klug gewählten Namen bei Instagram, wo wir vorhin mal angesprochen haben. Ja, ich denke mal, es geht wesentlich schlimmer. Also was YouTube-Layout angeht, da gibt es Leute, die, keine Ahnung, haben so ein Talent wie ich, und dann wird es richtig schlimm. Also, ja, 3. Huiuiui. So viele Punkte, das macht mir schon ein bisschen Angst. Ja, es geht immer noch schlimmer, ne? Also es gibt da so einen YouTube-Kanal, YT Media Magazin. Ja, also irgendwann wird das mal besprochen, da muss ich mir ja die Punkte aufheben, ne? Also. Ganz dünnes Eis. Fassi, wie viel gibst denn du? Ein Punkt, was auch sonst. Ja, das passt doch. Ansonsten ist ein Punkt, was auch sonst. Ja, natürlich, ich gebe natürlich auch nur einen Punkt. Also alles andere wäre eine Beleidigung des guten Geschmacks. Ja, also natürlich. Habe ich euch jetzt den Schnitt kaputt gemacht? Sollte das jetzt die schlechteste Wertung in der Geschichte von, Entschuldigung, wo bin ich? Channel View, die Kritiksendung, die es in sich hat, Punkt werden. Nein. Ja, das ist. Weiß ich nicht. Also Mert Martin ist ja schon eigentlich so, wenn ich zurück überlege, also bislang ist es, würde ich schon sagen, einer der schlechtesten Kanälen, die wir hatten, also Line TV würde ich schon noch sagen, ist auch noch ganz vorne mit dabei. Aber ansonsten so. Ich habe gehört, Line hat sich einweisen lassen. Das ist richtig. Aber das ist halt nicht unser Thema. Aber also von daher ist es schon. Ja, schlimm, was wir da heute vorgesetzt. Also ich finde jetzt, um dir nochmal zu widersprechen, ich würde jetzt auch denen nicht nur 3 Punkte geben, weil allein was der jetzt mit der Minitour gemacht hat, das war durchaus unterhaltsam. Mal davon abgesehen, ich schaue mir seine Gaming-Videos nicht an, aber wenn du jetzt denen mit Mert Martin vergleichst, dann ist das ja irgendwie so, als ja, vergleichst du Thomas Gottschalk mit einem von Radio Bremen. Das ist natürlich richtig. Also im Vergleich hätte man denen jetzt tatsächlich 30 Punkte geben müssen. Das ist vollkommen richtig. Aber es ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Man muss das ja in dem Moment dann auch auf den einzelnen Kanal beziehen. Und damals waren die 3 auch gerechtfertigt. Vielleicht würden wir heutzutage ihm 2 Punkte mehr geben.
Na? Für den Moment aufgenommen habe ich auch das Impressum von Mert Martin auf seiner Seite. Ich klicke ja immer interessehalber mal rein, um zu schauen, welches Netzwerk ist sich nicht zu schade, sowas zu promoten. Und er ist jetzt bei Tube Media UG haftungsbeschränkt. Also ich glaube, das ist diese 1 € GmbH, wenn ich mich richtig entsinne. Der Geschäftsführer von der Tube Media UG, wer ist das wohl? Na? Christoph Grachten. Mert Martin. Ach Mensch, das gibt's ja gar nicht. Er Was ist für ein quasi der Zufall. Chef seines eigenen Pseudonetzwerks. Ja, das, Also sowas ich ist sag mal klasse. Pseudonetzwerk, weil irgendwie ist das sonst noch nicht in ja in mein Auge getreten, in meine Aufmerksamkeit getreten. Die Facebook-Seite hat auch nur 2 Updates. Also ja, schauen wir mal, was daraus wird. Ne? Vielleicht die nächste große Web-Video-Hoffnung, die Tube Media UG aus Hamburg. Wir werden sehen. So, fassen wir das zusammen in die Gesamtpunktzahlen. Frank, welche Gesamtpunktzahl? Ich glaube, das waren so. Ich glaube, es waren 8 Punkte. 8 von 30 Punkten. Ist die Mehrzahl von Punkte Punkten? Ich weiß es nicht. Passi. 3, wie immer. 3 von 30 Punkte. Und natürlich auch ich gebe ihm nur 3 von 30 Punkte, weil ich finde, jeder Punkt mehr wäre eine Beleidigung für den guten Geschmack. Ich kann es einfach seelisch nicht vereinbaren. Gut, von der Fairness her müsste man sagen, in Sonstiges hätte man ihm mehr geben können, weil der Banner ja doch relativ professionell gemacht ist. Ja, lass uns doch noch eine halbe Stunde über Banner reden. Ja, das finde ich auch Wie fandest du sinnvoll. die Farbgebung, die Schattierung? Großartig, da ist ja passiv der Wäre doch vielleicht Fachmann. auch eine Idee für ein neues Format für Brain Content. Banner Watch. Bist du jetzt ruhig in Eine meiner Au Stunde lang nur über Banner reden. Bist du jetzt ruhig in meiner Ausführung, ja? Aber ich muss sagen, Mert Martin für mich eigentlich ein repräsentatives Beispiel für alles Schlechte ist, was auf YouTube es gibt, kann ich ihm einfach nicht mehr Punkte geben, in keiner Kategorie. Muss einfach und darf auch nur die Pflichtpunkte vergeben, weil ich mir sonst morgen nicht mehr mein Spiegelbild anschauen kann. Das kann ich zwar sonst auch nicht, aber ja. Nee, das ist ja auch wirklich ein sehr schlimmer Anblick. Richtig. Deswegen 3 von 30 und kein Punkt mehr. Und ich finde, Passi und ich haben alles richtig gemacht und Frank darf nicht mehr in die Sendung. Yay, Auf ich jeden hab's Fall. endlich geschafft. Ja, verpiss dich. So, also 3 von 30 Punkte und das bei Frank 8. Das bedenken wir einfach mal mit dem Mantel der Liebe. Ja, weiter geht es jetzt nach dieser Perle von YouTube Deutschland mit einer internationalen, vielleicht sogar wirklichen Perle. Und zwar passt dieser Kanal eigentlich perfekt zu uns. Und zwar ist das der Kanal I Hate Everything. I Hate Everything ist ein Kanal aus den USA, dessen Konzept daraus besteht, Dinge aufzuzählen, die er hasst. Und das Ganze selbstverständlich auf Englisch. Der Kanal hat 878.000 Abonnenten. Beschäftigt sich mit Themen, Dingen. Ja, I Hate Everything. Ein internationaler Kanal aus USA oder England, den wir uns heute mal vorknüpfen. Und I Hate Everything. Was macht dieser Kanal contentmäßig, Passi? Dinge hassen. Perfekt. Er tut Dinge hassen. Deswegen, du hast das ja schön gesagt, er passt eigentlich wirklich gut zu uns, denn ja, er macht da auch Videos, wo er sich über Sachen auslässt, was wir auch gern machen. Wir lassen uns ja auch gern und viel über Sachen aus. Das macht er auch nur in einer kürzeren Form und ich muss sagen, in einer Und teilweise. unterhaltsam. Genau. So, Dankeschön. Ja, das war nicht nett. Aber in einer amüsanten Weise, muss man sagen. Ja. Also er macht das wirklich, er zieht das amüsant auf und seine Videoideen teilweise gefallen mir auch. Also muss man wirklich sagen, er macht das ganz schön interessant und gestaltet das auch entsprechend. Von daher, das ist so ein Kanal, ja, doch, da habe ich auch ein bisschen Freude beim Zuschauen, muss ich sagen. Frank, wie siehst denn du das? Ich kannte den Kanal vorher nicht und ich muss sagen, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das war ja auch einer, da habe ich jetzt zur Vorbereitung die drei, also ich habe die drei erfolgreichsten Videos auf seinem Kanal geschaut und dann das aktuelle. Und dem habe ich definitiv ein Abo dagelassen, weil der ist richtig unterhaltsam, der trifft genau meinen Humor und ja, guter Inhalt. Auf jeden Fall. Ja, also da kann man wirklich mal durchstöbern so ein bisschen. Sind schöne Videoideen dabei, schön umgesetzt auch. Also da passt auch einfach das von der Aufmachung her, ja, zu seiner Stimme, vom Video an sich, also von der Videogestaltung an sich. Das passt alles zusammen. Und von daher, also das sagt mir auch wirklich sehr zu. Und ja.
Das würde ich schon sagen, dass das auch empfehlenswert ist, durchaus. Ne? Ja, zusammenfassend muss man halt Ja. sagen, wie du schon gesagt hast, derjenige, der diesen Kanal produziert, hasst nachweislich in Anführungsstrichen alles, über das er redet. Er macht quasi Videos zu Dingen, die er hasst. Und da jetzt mal das jüngste Beispiel zu nennen oder das erfolgreichste Video mal zu nennen, ein Hassvideo zu der Damn Daniel-Bewegung, die ja scheinbar in den USA gerade angesagt ist, dann hasst er beispielsweise, dass er von YouTube geschmissen wurde. Sein Kanal wurde ja kurzzeitig mal suspendiert. Er hat da auch mit diesen Community Guidelines zu kämpfen gehabt, mit denen wir ja, was heißt zwischenzeitlich, nach wie vor auch in Deutschland zu kämpfen haben. Oder hast irgendwelche Filme oder sonst irgendwas. Also es ist wirklich total lustiger, geiler Content und sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. So, in unserer nächsten Kategorie Präsentation tun wir uns jetzt ein bisschen schwerer, weil man sieht den Typen ganz einfach eigentlich nie. Also man hat ihn eigentlich auch so meines Wissens nach zumindest nicht, falls ich falsch liege, korrigiert mich, gesehen. Man Man hört ihn nennt es das Lars-Phänomen, ja. man hört ihn eigentlich nur. Und deswegen, man kann natürlich so ein bisschen dazu sagen, wie er seine Stimme einsetzt, wie er das macht. Was kann man denn dazu sagen? Ziemlich gut. Mit seiner Stimme, finde ich, gestaltet er die Videos am meisten, mehr oder weniger. Ja, doch, also macht auch so ein bisschen seine Videos aus, gerade wie er die ihm einsetzt. Und ansonsten ist auch sympathisch. Also, wir sind immer Leute sympathisch, die andere Dinge hassen. Ja, Also, mir auch. das kann man nicht abstreiten. Aber bei Martin hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich ihn sympathisch finde. Na? Liegt vielleicht auch an seiner Abzugshaube am Hirn. Ja, von daher kann man nicht viel zur Präsentation sagen und leiten deswegen zu Sonstiges über. Franks Lieblingskategorie. Frank, möchtest du ein paar Worte zu seinen Bannern, Thumbnails und so weiter verlieren? Lars, nein. Du, das ist deine Pflicht hier und Also ich bin mir sicher, er hat einen Banner. Seine Grafiken sind sicherlich auch Wir aus blenden ihn übrigens Pixeln gerade ein, bestehend. ja? Aus Frank, schau dir Pixeln doch einfach das bestehend. Bild an, das wir gerade einblenden. Kannst Es du. ist unklar. Ich sehe hier immer noch das Bild von dir in der Badu. Ach na, ja, okay. Siehst Ja, du es jetzt ist es jetzt? Gott sei Ja. Dank weg. Ja, ich sehe auch langsam wieder, es wird nicht mehr so verschwommen wie die ganze Zeit, wo ich das Bild von dir in der Badehose anschauen musste. Ja, großartig, ne? Also dem Anlass vollkommen gerecht. Ja, eigentlich sieht man nur drei Buchstaben drauf: IHE, also I hate everything. Every day is Saturday, fällt mir übrigens gerade ein. Ich weiß nicht, wegen diesem Every wahrscheinlich. Egal. Und im Hintergrund ist so ein roter Hintergrund eigentlich. Also es ist alles, der Banner, man könnte es so beschreiben: der Banner ist komplett rot und da sind drei weiße Buchstaben drauf, nämlich ein I, ein H und ein E. Erinnert an Marlboro. Erinnert an Marlboro oder an L&M. Ne, könnte man auch sagen. Für alle. Ich rauche ja nicht, aber. Jetzt wissen wir, was der Lars geraucht hat. Nee, ich rauche ja nicht. Ja, zumindest keine Zigaretten. So, richtig. Passi, wie findest du den Banner? Also ich finde ihn. Ich finde ihn, ich find ein bisschen einfallslos, muss ich sagen, den Banner. Ja, ist er. Durchaus. Das Profilbild dafür ist ziemlich gut. Das passt auch schön, ist schön gemacht, ist schön gestaltet und passt dann auch wieder zum Content. Das deckt sich dann wieder, das schließt sich dann wieder der Kreis. Das passt wieder wie die Faust aufs Auge, aber der Banner ist so ein bisschen, naja, so ein bisschen einfallslos ist er schon, muss man schon sagen. Schon, ja, durchaus. Hätte es ein bisschen mehr Mühe geben können, aber das steckt halt mehr, die meiste Arbeit mehr in den Content. Frank, was sagst du zu seinen Thumbnails? Auch das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt in der Kategorie Sonstiges. Ja, großartig. Wie schon bei Mert Martin kann ich sagen, er hat Thumbnails und sie sind vorhanden. Man kann sie sehen und sie zeigen Videoausschnitte. Hat auf sowas auf dich keine Wirkung? Also findest du denn alle, also du möchtest jetzt die Thumbnails von I Hate Everything mit die von Mert Martin vergleichen. Verstehe ich das richtig? Nein. Siehst du, das ist der Punkt. Also es hat ja eine bestimmte Wirkung auf einen, was man da gerade sieht. Ob man, also bei Mert Martin habe ich so das Gefühl, ich möchte gegen irgendwas schlagen. Und hier habe ich so das Gefühl, naja, ist ganz schön, aber jetzt berührt mich jetzt auch nicht. Ich möchte eigentlich lieber das Video sehen. Naja, es sind typisch amerikanische Thumbnails, sie sind gut gemacht, man möchte drauf klicken. Sie haben jetzt nicht unbedingt rote Kreise und ja, sie regen zum Klicken an, lieber Lars. Und es erfüllt damit die Funktion. Durchaus. So, das ist doch fundiert. Passi,
kannst du genauso fundiert sein wie Frank. Bezüglich den Thumbnails. Richtig. Was hat Frank gegen die Thumbnails? Ich finde die sogar alle ziemlich gut. Gar nichts gegen die Thumbnails. Wollen wir nicht noch ein bisschen über das Banner reden? Was ist denn das für eine rote Farbe? Ist das jetzt eher ein aggressiver Rotton? Du kannst dann ja bald mit Lyant in der Klinik chillen. Ja, demnächst, die nächste Sendung kommt aus der Klinik. Da komme ich sowieso bald hin, nach 2 Jahren Channelview und nach einer Folge Frank ist man dann auch reif für die Klapse. Da helfen wir auch die Tabletten nicht mehr. Ja. Ja, das war's mit Brand Content. Ich bin froh, den Kanal hier geschlossen zu haben. Bis zum nächsten Mal. Ja, wandeln wir doch jetzt anschließend wie immer das Ganze noch in Punkte um. Wir fangen wieder bei Content an und wir fangen auch wieder bei Frank an. Wie viele Punkte gibst du I Hate Everything an Punkten? Also dem, was ich gesehen habe, und das waren nun mal 4 Videos und sie haben mich sehr unterhalten, ich sag mal 8 von 10 Punkten. Ja, Passi? Also ich fand es auch sehr unterhaltsam und deswegen auch 5 von 10 Punkten jetzt im Content, ja. 5 von 10? Gott, seid ihr streng hier. Ja, die 5 von 10 Punkte sind halt also an sich gut gemachter Content, aber themenmäßig halt immer gleich, ja. Ja, das Grundkonzept ist halt immer gleich, es geht halt immer um Kassen. Ja, das ist schon richtig, aber das macht es für mich auch so ein bisschen einzigartig und deswegen, ja, ich schwank zwischen 6 und 7. Ach, scheiß drauf, ich gebe 7. Ich bleib bei meinen 5. Ja, ist ja kein schlechter Wert. Nö, das ist in Ordnung. Frank gerade hat einfach sich irgendeine Spritze gegeben und meint, er muss jetzt hier die Punkte raushauen. Ja. Ja, man kann ja nicht immer nur hassen, lieber Lars. Selbst auf einem Kanal wie diesem. Ach so, naja. Mhm. Präsentation. Auch da, mein lieber Frank, wie viel gibst du ihm? Ja, er präsentiert sich gut, beziehungsweise das, was er machen möchte. Er tritt nicht selber vor die Kamera, wie du schon gesagt hast. Das muss nicht schlecht sein. Ne? Es gibt auch Leute, von denen, gerade im deutschen YouTube-Bereich, würde man sich wünschen, dass sie niemals vor die Kamera getreten werden und vielleicht nur mit ihrer Stimme arbeiten. Redest du von der News-Time? Egal. Nein, das hast du jetzt gesagt. Love you, Thomas. Ja, keine Ahnung. Ich neige dazu, jetzt mal genauso schlecht zu bewerten wie ihr, aber ich sage mal, 6,5 von 10 Punkten. Das gibt's hier nicht. Also runden wir ab auf 6. Nee, bei 6,5 rundet man auf, dann sind 7. Nein, in der Schule hat man abgerundet. Wir sind also hier haben immer aufgerundet bei 6,5. Also ja, echt? Bei 6,5 habt ihr immer aufgerundet? Ja, bei 5 hat man aufgerundet, ja. Ja, aber bei 6,5 kann man gar nicht mehr aufrunden. Ja gut, aber Lars kommt aus Bayern. Da geht's aber Moment mal, bei 6,5, bei der Note 6,5 kannst du doch nicht aufrunden. Ja, weil wenn die Zinsi 3,5 Schafe hat, ja, und der Bauer Schoschi. Ja, also okay, ich weiß nicht, in welcher Welt ihr lebt, aber seit wann rundet man bei 6,5 auf? Machen wir, ist deine Sendung, ist die bayerische Regelung, dann machen wir halt 6 von 10. Ja, aber das wäre mir neu, dass man, egal, so, also, komm, Passi, jetzt sag. Ich gebe ihm da in der Präsentation 6 von 10 Punkten. Warum nicht? Ja, mache ich auch. 6 Punkte in Präsentation. Ja, das ist stimmig. Also man kann ihm da jetzt, man sieht ihn ja wie gesagt nicht, ist vielleicht auch gut so, ich weiß es nicht. Aber man hört ihn, das macht er ordentlich, das macht er sauber, aber ist jetzt auch nicht, wo ich sage, Mensch, das hätte jetzt 10 Punkte verdient oder so. Nee, 6 solide, passt. Haken dahinter und wir kommen zu Sonstiges. Frank, wie viele Punkte gibst du denn Sonstiges? Deine Lieblingskategorie. Ja, Sonstiges. Er hat einen YouTube-Kanal, der funktioniert. Es sind Videos darauf, wenn ich draufklicke, dann werden die abgespielt und der Banner, war das Sonstiges, war auch Banner, ne? Das war auch, ja. Ja, der Banner ist rot und zwar stimmig, ja, keine Ahnung, 5 von 10. Aha, Passi? Von mir gibt's da die meisten Punkte, 7 von 10, weil ich die Videos auch sehr ästhetisch gestaltet finde. Ja. Nur ich weiß jetzt auch nicht, warum, was Frank hat in Sonstiges, warum man ihm nur 5 gibt, aber da gebe ich ihm sogar 8, würde ich sagen. Also, das ist doch rundum. Nee, gut, dann korrigiere ich mich und gebe. Nee, du kannst dich nicht mehr korrigieren, du musst dich. Jetzt kann ich mich korrigieren. Hier gibt's keine Korrektur. Was einmal gesagt wurde, ist, das wäre ja sonst Zensur. Ja, der ist sowieso Blödsinn. Gut. Ja, also 5, Frank gibt 5. Ja, er darf sich nicht korrigieren.
Weil da, der Zug ist abgefahren. Und dann, du kannst dich doch nicht nach uns richten und dann sagen, ja, wenn der Lars jetzt 8 gibt, dann gebe ich aber 7. Naja, wie gesagt, das ist hier ein bisschen wie beim Eurovision Song Contest. Also allein, dass man sonstiges und dass das in die Punkte reinfließt, ist ja gut. Ist aber gut. Mein Gott, aber ja, wer hört's denn? Niemand. So, richtig. Von, da, von daher, also Challenge schauen sich mehr an als manche Leute die Isolierstation. Das muss ich mal gesagt haben, ja. Also, da, ja. Wenn das mit dem LSD habe ich dir gesagt, erst wieder nach der Sendung, Lars, ja? ja. Frank, auf welche Gesamtpunktzahl kommst du denn? 19. 19 von 30 Lars. Punkten. Ist auch ordentlich. Frank und Passi, wie viel gibst du ihm? Ich gebe ihm insgesamt 18 Punkte. Und ich gebe ihm insgesamt 21. Ja, ist ein ordentlicher Content. Also rund um Kanal würden wir, glaube ich, alle drei so weiterempfehlen. Frank hat ihn sogar abonniert. Ist doch schön, wenn wir ihm helfen konnten. Von daher, so soll es sein. Wir sind jetzt in der Gastkategorie. Wie ihr ja bereits gemerkt habt, ist heute bei uns jemand zu Gast zur Abwechslung mal. Das ist Frank. Er ist immer noch hier. Er ist immer noch nicht gegangen. Er ist noch hier. Und ja, er hat euch heute mal einen Kanal mitgebracht, wo er gesagt hat, ich möchte euch unbedingt mal vorstellen. Aber auch uns möchte er den vorstellen, den Kanal. Und ihn natürlich auch mit unseren drei Kategorien, Content, Präsentation und Sonstiges, bewerten. Und bevor wir dazu kommen, habe ich aber allerdings an Frank noch eine Frage. Und zwar, wie geht's momentan Rainer Schauder? Ich gehe davon aus, dass es ihm gut geht. Alles klar, machen wir einen Haken hinter, kann ich abhaken auf dem Zettel. Ist das so eine Kategorie in der Sendung? Ich muss, ja, das muss ich ganz kurz erklären. Wir haben ja auch immer, wir stellen den Gästen, die da sind, auch immer, machen wir ein paar Fragen in der Gastkategorie. Nicht immer, nur wenn sie interessant sind. Also, wer war letztes Mal zu Gast? Tobi war letztes Mal, dem haben wir natürlich keine Frage gestellt, weil er kommt aus der Schweiz. Ne? Das, ja, die sind da eh neutral. Ne? So, richtig. Aber wenn sie interessant sind, so wie du, da kann man schon mal zwei Fragen stellen. Ja? Ich meine, es war die Frage, ja, wenn du sagst, dass Tobi zu Gast war, und der muss ja neutral sein. Als Schweizer hat er dann immer 5 Punkte gegeben, beziehungsweise 15 Punkte gesamt für jeden. Der hat mehr als wir alle zusammen gegeben, das ist richtig, aber er war auch sehr kritisch und letztes Mal sind auch so ein bisschen die Beleidigungen geflogen. Muss man sagen. So kenne ich ihn gar nicht. Ja, das ja, meine zweite Frage, Passi, hast du eine Frage an ihn, an Frank? Nö. Ja, dann habe ich noch eine. Wie geht's der Newstime? Ach, ja, ne, der ist halt ein bisschen angeschlagen, weil, ne, ja, diese Angriffe etc. und Zensur, kommt der, Freunde, ja, Zensur. Zensur, ne, ja, auch generell, der kommt ganz, ganz schwer damit klar, wenn man ihn mal kritisiert, das habe ich ja selber gemerkt und, aber der fängt sich schon noch. Ich meine, der Erfolg gibt ihm ja auch im weitesten Sinne wieder recht und wer erfolgreich ist, dem kann es ja gar nicht schlecht gehen und dementsprechend geht es ihm wohl sehr gut. Mir war der ehrlich gesagt nie wirklich sympathisch. Ja, ich wollte dich gerade fragen, Passi, möchtest du noch ein paar Worte sagen, um das abzurunden? Aber hat sich von selbst erledigt. Schön. Naja, also diese Kritikresistenz, die er da gerade beschrieben hat, die kann ich nur, ach, einfach, nee. Ich weiß nicht, was ihr alle gegen den Thomas habt. Ja, aber also, Thomas ist doch ein ganz lieber. Ja, genau. Also, ich möchte auch einfach mal einen Arm nehmen und drücken also, und so. Newstime-Bashing möchte ich nicht mitmachen. Ich weiß gar nicht, hast du Schauder-mäßig oder warum hat dich jetzt Rainer Schauder interessiert? Nee, das wollte ich einfach mal schauderhaft zu fragen. Weißt du? Und, von daher, hat mich nur mal interessiert an der Stelle. Ach so. Ja. So viel zum Teil, der rausgeschnitten werden kann. Das bleibt jetzt drin, weil das sind Fragen, die bewegt die Welt. Ich werde immer wieder gefragt, was mit Rainer Schauder ist. Ja. Lebt er noch? Warum ist er eigentlich wieder zu YouTube zurückgekehrt? Das ist auch. Wollt ihr doch aufhören? Im Endeffekt bin ich, denke ich mal, nicht der Einzige, der froh ist, dass er zu YouTube zurückgekehrt ist, weil ich meine, ich hatte in der Vergangenheit natürlich einigen Beef mit Rainer, aber den Content, den er jetzt macht, oder ich finde, der macht das, was er macht, gut. Also kann man nichts gegen sagen. Also du weißt, Lügen im Internet ist nicht schön. Ja, das darf ist auch nicht gelogen. Also ich habe keine Probleme mehr mit Rainer. Na, wenn du das sagst. So, Frank, was hast du uns Schönes mitgebracht? Jetzt kommen wir mal zu deiner Vorstellung. Ja, hätte ich vorhin eigentlich schön überleiten können, aber du wolltest ja erst noch über Rainer Schauder und Thomas sprechen. Hat im weitesten Sinne was mit dem von dir schon genannten Spider-Mim zu tun.
Spider-Man kennt man vielleicht von seinem Lochi-Song oder von seinem Lochi-Song. Ja, alle, Manch, die die manche, Braincon kennen, kennen auch den. Der ist hier regelmäßig manche irgendwo. kennen ihn auch von seinem Lochi-Song oder von diesem komischen Kanal. Ja, egal. Und ja, was die wenigsten wissen, der hat ja nicht nur seinen Spider-Mim-Kanal, seinen Spider-Vlog-Kanal. Der ist ja auch unter vielen Pseudonymen im Netz unterwegs. Der ist ja der Mann der vielen Namen, der Mann der vielen Gimmicks, der Mann der vielen Gesichter. Und eins davon ist ein YouTube-Kanal namens Softlog. Soft-Vlog, also wie Soft und Vlog, also Soft-Vlog, also Soft-Vlog. Und da tritt er unter dem Pseudonym Marco Feldmann auf. Ich halte das Ganze für ein Gerücht, aber leite gern ein in die einzelnen Kategorien. Also wir überlassen dich da jetzt dir selbst. Du darfst selbst die Dinger durchführen, Konzentration, sonstiges. Und ja, du kannst jetzt einen Monolog führen. Das machst du ja sehr gerne. Und wir rufen uns, wenn du bei der Punktevergabe bist. Ja, ich kann gerne die Punkte vergeben. Also wir haben Content auf diesem Kanal, gibt es de facto. Also Spider-Mim in der Rolle des Marco rezensiert hier beispielsweise kritisch Filme, macht Spiele-Reviews oder ja, reviewt auch Serien. Manchmal macht er auch eine Top-Listen-Auflistung oder macht Bücher-Reviews. Also ein sehr vielseitiger junger Mann. Aber wenn ihr hier auf Brain-Content die ganzen Formate oder die ganzen Dinge hört, wo Spider-Man schon zu Gast war, dann wisst ihr natürlich, der Mann ist jetzt nicht nur ein begnadeter Schweizer Redner, der Mann ist jetzt nicht nur für jedes Format zu gebrauchen, der Mann ist nicht nur ein hervorragender Synchronsprecher jetzt für Kinderserien wie beispielsweise die Biene Maya, wo er damals den Billy gesprochen hat. Nein, wie wir jetzt an diesem Kanal, an dem Kanal Softflock feststellen, ist dieser Mann auch ein Genie in allem Möglichen. Von daher, Content ist vorhanden, Content ist gut. Ich würde sagen, ja, Content mal hier 8 von 10 Punkten. Die Präsentation, die ist phänomenal. Also was sich Spider-Man hier ausgedacht hat oder diese für sein Gimmick ausgedacht hat, ist wirklich, das grenzt schon an Fernsehniveau, was jetzt auf sämtlichen offenen Kanälen in Deutschland ja wohl seinesgleichen sucht. Also ich bin sicher, sowas könnte man jetzt beispielsweise auch, ich weiß nicht, ob ihr sowas habt, offenen Kanal, wir haben einen offenen Kanal Offenbach Frankfurt. Also da könnte ich mir sowas durchaus vorstellen, also auch mit ja, richtig schön Intro, was jetzt gar nicht so aussieht, als hätte man irgendeine Vorlage verwendet, weil man eine Vorlage verwendet. Sag ich mal, auch 8 von 10 Punkten, ja, und unter Sonstiges. Man sieht ein schönes Profilbild, man sieht einen Hintergrund. Es gibt durchaus Thumbnails und ja, die sind vielleicht ein bisschen ideenlos, da sage ich mal 4 von 10 Punkten. Wenn wir bei 8, 16, ja, plus 4, sind wir bei 20 Punkten. Ja, also ich würde an der Stelle nochmal Abstand davon nehmen, dass das tatsächlich Tobi ist. Für alle, die das glauben. Nein, das ist er. Für alle, die Der schau dir das Bild an. Schau dir das Bild an. Für alle, Bitte nicht. Für Wenn alle, das nicht ein junger Spider-Man ist, was für alle, dann? die wirklich geglaubt haben, dass das jetzt Tobi ist, die muss ich Das leider ist enttäuschen. der Tobi. Das ist eine Lüge, die hier Das verbreitet ist wird. der Tobi. Und nicht, dass das zum Schluss hier noch einer glaubt. Ja. Nein, das ist definitiv Weil eins ich von bin den gerade vielen selbst mal auf den Pseudonymen. Kanal gegangen und nein, das ist weder guter Content noch Tobi. Das ist definitiv 20 von 30 Punkten wert, mein lieber Und Lars. ich fühle Das mich ist persönlich auch ein beste bisschen verarscht an der Stelle, Spider-Man-Qualität. dass du Das ist unser Punktesystem für solche Ganz Kanäle. ehrlich, das ist Brain-Content in Reinform. Da fühlt sich das Hirn auch richtig angeregt. Ja, Basi, möchtest du was zu diesem Kanal sagen? Machen wir Zum Kanal eigentlich. nicht, aber man muss Frank wirklich lassen. Er wäre der geeignete Manipulator. Also wenn ich irgendwie sowas wie einen Propagandafilm produzieren müsste oder so, ich würde ihn als Sprecher nehmen. Nee, als Ja. Sprecher würde ich dann Lurker nehmen. Das klingt dann nämlich viel besser. So, keine Ahnung. Also Wenn Sie wir machen erhalten das noch ja. glauben, dass die Verschwörung. Wir machen das ja jetzt bei Brain Content, diese Sendung hier, Channel View, nur Channel View, machen wir jetzt seit 2 Jahren. Und das sind jetzt umgerechnet, sind das 29 Folgen. Also heute ist die 28. Also 28 Folgen. Und ich hatte das noch nie, also so eine Form von Sendung hatte ich tatsächlich noch nie erlebt, muss ich sagen. Das ist Weltpremiere heute auch so ein bisschen. Und ich Was, hatte. Unterhaltung? Und ich muss auch sagen, ich hatte auch noch nie zu einem Gast gesagt, dass ich seine Bewertung, die er gerade abgeliefert hat, total scheiße fand. Weil, aber Weltpremiere heute. Also heute ist wirklich, ich weiß nicht, hatte ich so alles noch nie erlebt. Also Ja, wir haben noch nie dem Gast Weltpremiere. gesagt, das, Genauso was er wie gerade bewertet. RTL damals. Weltpremiere. Die Der neue Weltpremiere. Film mit Marie-Louise Marian. Sehen Sie jetzt die Frau am Herd.
Ja, vielleicht hat auch einfach uns Jan Böhmermann Alles dich klar. eingeschleust. Vielleicht bist du auch einfach eingeschleust worden von Jan Böhmermann. Vielleicht sehen wir das am Freitag im Neo-Magazin. Ja, ich bin sicher, Böhmermann findet jetzt Brand-Content sehr relevant. Denke ich auch, weil das ist auch das Medien, ne, Geschehen, was wichtig ist. Von daher, also, möchtest du Ja, vielleicht Lars, du nicht. darfst an dieser Stelle nicht vergessen, wir sind hier in einer Kritiksendung, Komma, die es in sich hat, Punkt. Möchtest du jetzt. Ja, das ist der Slogan. Also, wenn wir heute nicht Kritik gemacht haben, du, dann weiß ich auch nicht. Möchtest du vielleicht jetzt deine vielleicht leicht ironischen 20 von 30 Punkten revidieren oder möchtest du das so stehen lassen? Nein, das ist de facto die Punktzahl, die ich dem Kanal Softblock, youtube.com/softblock, dem Marco-Kanal, dem Pseudonym, weiteren Pseudonym-Kanal von Spider-Mim geben möchte. Also nochmal, das ist also für alle, die das immer noch nicht gekauft haben, das ist nicht Spider-Vlog, meine Damen und Herren. Das ist definitiv Spider-Vlog. Nein. Bekannt aus dem Brain, also unbekannt aus dem Brain-Content-Format. Ja, und von daher, ja, wenn das jetzt eine Trash-Kategorie gewesen wäre und du dann 20 von 30, also hatten wir auch mal eine Zeit lang, wir haben mal so eine Zeit lang so eine Trash-Kategorie gehabt, Passi, du erinnerst dich vielleicht, dann hätte ich gesagt, okay, Klar. wir schauen uns auch normalerweise nicht die Kanäle an, die die Gäste mitbringen, aber ich musste einfach gerade drauf gehen, weil er immer dauernd irgendwas von Tobi gesagt hat. Und das ist halt das erste Mal, dass wir tatsächlich sagen, Pasi und ich, hör mal zu, das war gerade scheiße. Nein, Aber das hat der Pasi nicht gesagt, das hast du gesagt. das kann der Pasi jetzt gerne nochmal bestätigen, weil er hat es mir hier 100 Mal geschrieben. Ich geb Lars recht. So, Dankeschön. Aber okay, wir lassen das heute so stehen. Du gibst 20 von 30 Punkten. Das war deine Gastkategorie, Frank. Definitiv. Und Und Grüße an Spider-Man. ja, Tobi, grüß dich. Ja, weiter geht's dann wieder mit einem deutschen Kanal, aber einen ganz besonderen Kanal, und zwar geht es um Turnschuhe und der gleichnamige Kanal Turnschuh TV wird euch jetzt erstmal im Einspieler präsentiert. Turnschuh TV ist ein Kanal aus Deutschland mit 35.635 Abonnenten. Sie sagen über sich selbst, bei Turnschuh TV dreht sich alles um Sneaker, ob neue Modelle oder alte Sammelstücke. Simon und Hikmet zeigen dir alle. So grob die Kanalbeschreibung. Ihr Hauptformat nennt sich Neues im Schuhkarton und wie dieser Kanal bei uns ankommt, das erfahrt ihr genau jetzt. Ja, Turnschuh TV. Also ein Kanal, der das Wort Turnschuh und TV im Titel trägt, im Kanaltitel. Und der Name ist, sagen wir mal, mehr oder weniger Programm. Also es geht auf dem Kanal um Schuhe. Es geht um Schuhe. Wie es Yes. um Schuhe geht, in welcher Form, das wird uns jetzt sicherlich erstmal Frank erzählen. Echt? Wird er das? Also es geht Ja. definitiv um Schuhe und wenn ich da mal die Beschreibung zitieren darf, bei Turnschuh TV dreht sich alles um Sneaker. Ob neue Modelle oder alte Sammlerstücke, Simon und Hikmet zeigen dir alle. Hikmet ist ein Architekt der deutschen Sneaker-Szene und arbeitet gerade an Sonra. Was auch immer das ist, muss man vielleicht kennen, ich kenne es nicht. Woran? Simon Sonra. Nee, kenne ich nicht. Hashtag Team Sucuk. Keine Ahnung. Simon hat von Kindesbein einen ausgeprägten Schuhtick und viel Redebedarf. Hashtag Team Spargel. Die Kombi passt wie Arsch auf Eimer. Viel Spaß mit unseren Videos. Haha. Nein, das Haha steht da nicht. Okay, das hört sich vielversprechend an. Danke, dass du nochmal das vorgelesen hast, was im Einspieler gerade gesagt wurde. Und. Ach, der Einspieler, Mensch, da habe ich ja, bin ich ja gerade mal rausgegangen, ne? Ja, Stimmt. sorry. Und ja, Passi, was sagst denn du zum Content? Ja, also der Content ist natürlich jetzt grundsätzlich nichts Besonderes. Es werden eben einfach Schuhe gezeigt, ziemlich trocken. Aber es werden eben Schuhe in einer sehr guten Qualität gezeigt und Schuhe, die für einige durchaus interessant sind, ne? Naja, also dass es nichts Besonderes ist, das würde ich so nicht beschreiben, denn ich weiß nicht, gibt's das denn überhaupt in der Form, dass irgendwelche Schuhe gezeigt werden? Gibt's das? Muss Ja, es bei Apo sowas denn Red. geben? Das ist die andere Frage, aber ich habe erst mal zunächst gefragt, gibt's das schon? Also ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Es kann sein, dass ihr den Kanal jetzt übel hatet, aber ich finde den prinzipiell gar nicht so schlecht, weil wenn man jetzt zum Beispiel Online-Schuhe kaufen möchte, weiß man von den Bildern her auch nicht immer, wie die am Fuß wirken. Da ist so ein Kanal vielleicht gar nicht so schlecht für. Also, der Content beschäftigt sich ja praktisch mit neu, also hauptsächlich mit Neuvorstellungen von irgendwelchen Schuhen, die neu auf dem Markt erschienen sind. Das ist dann ein Format, das nennt sich Neu im Schuhkarton.
Ich finde das, also es ist tatsächlich mal was anderes. Ja, es ist nicht irgendwie die 100ste, das 100, der 100ste Schminkkanal oder das 100ste, der 100ste Prank-Channel, Challenges-Channel oder irgend so ein Dreck. Es ist mal was anderes, aber irgendwie, ich kann mich da irgendwie nicht so mit anfreunden. Ich weiß nicht, ich schaue mir das an und denke mir irgendwie, ich habe nur Fragezeichen irgendwie im Gesicht, im Kopf. Und irgendwie ist trotzdem irgendwie komisch. Also es ist tatsächlich, ich möchte das Ding jetzt nicht komplett runter hier ab, also es wird jetzt hier kein reiner Verriss von meiner Seite zumindest nicht, aber irgendwie komisch finde ich es trotzdem. Nee, es ist ein Kanal für Schuhfetischisten, die wird es ja wohl auch geben. Oder halt, ja, Schuhfans. Ich meine, für mich persönlich, wenn es etwas gibt, was ich noch langweiliger finde, als Gras beim Wachsen zuzuschauen, dann sind es Schuhe. Schuhe müssen passen, die müssen noch nicht mal sonderlich gut aussehen, die dürfen bei mir nicht teuer sein, müssen bequem sein, meine Sohlen müssen reinpassen, ich habe 2 kaputte Füße, ich trage orthopädische Einlagen, wenn die passen, ist gut, und wenn sie kaputt sind, schmeiße ich sie weg. Also ich bin da, ja, bei Schuhen wecken in mir absolut keine Emotionen, außer der Tatsache, dass ich es hasse, Schuhe zu kaufen, weil Schuhe kaufen ist so der letzte Ort hier in Deutschland, wo man auch diese amerikanische Freundlichkeit ertragen muss. Sprich, man will in Ruhe irgendwie mal durch den Laden laufen, nimmt man Schuhe in die Hand und schon steht so eine übernette Verkäuferin neben dir und man will einfach nur wegrennen. Also Schuhe ist, nee, lass mal. Ja, also ich finde Schuhe ja gar nicht so schlimm wie du. Du bist dann eher so die Pro-Schuh-Fraktion. Was heißt die Pro-Schuh-Fraktion? Ich finde, mit einem Schuh kann man viel machen. Das ist ähnlich wie eine Felge auf einem Auto. Also das ist es halt. Also mir persönlich, ich bin tatsächlich auch jemand, dem Schuhe relativ lattenkreuz sind. Also ich lege da jetzt auch nicht wirklich großen Wert drauf. Vielleicht liegt das daran, dass Frank und ich schon, jetzt hier... Viele Schuhe hatten. Vielleicht, ja, das könnte sein. Und vielleicht privat eigentlich immer nur unsere Lack- und Lederstiefel anziehen und dann... Und losziehen. Aber verrat doch nicht so viel, Schatz. Ja. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ihr schon älter seid. Ich weiß ja nicht, wie es bei Lars oder Frank in der Jugend war. Ja. Ja, der hat die Gummistiefel angezogen und dann aufs Feld, ne? Die Zensi muss gefüttert werden. So ungefähr. Ja, vielleicht, es ist vielleicht ein netter Kanal für Leute, die das interessiert, wie dich jetzt, Passi. Aber mir persönlich, mich spricht es halt einfach nicht an. Ich werde eher gelangweilt. Ja. Ich höre irgendwie Namen in Schuhe und denke mir, schön. Ich könnte jetzt aber einfach auch mir die Pulsadern freilegen. Auch, könnt ihr auch machen. Ja, also ich finde diesen unwahrscheinlichen Trend um Schuhe, der in letzter Zeit entstanden ist, natürlich heftig. Ja, also es gibt Leute, die holen sich zum Beispiel diese Adidas Yeezys zum Beispiel original auf eBay von einem Reseller, weil es die ja immer nur ein ganz limitierter Stückzahl gibt. Todeslimitiert, ja. Für teilweise mehr als 600 Euro. Das ist ja krank. Ja, ich habe zwar jetzt nur Bahnhof verstanden, aber... Todeslimitiert war eine Anlehnung an ApoRed. Ach so. Ja, bei ApoRed muss man ja sagen, der gibt ja immer mit seinen Schuhen immer nur an. Der zeigt ja immer, wie viel tausende Euro... Das sind auch saumäßig hässliche Schuhe, also bitte. Das finde ich schlimm, sowas. Also dauernd damit irgendwie anzugeben und sagen, durch euer dummes Klickverhalten, ja, durch eure Dämlichkeit, schaut mal an, was ich dadurch rausmache. Mir ein Schuhlager mit tausende von Euros. Sind zwar gefaked, gebe aber trotzdem dafür 1000 Euro aus. Aber ja, hey, ich war eben noch auf einer Instagram-Seite tatsächlich. Über die kam ich nämlich über die von Mert Haram. Mert Martin. Und er hatte ja auch diese Adidas und die wurden halt als Fakes gebastelt von dieser Seite und die brollen ja alle immer damit rum, dass sie echt sind. Und genauso wie die von ApoRed. Ja. Also quasi eine Hobby-Sache. Wer sich für Schuhe interessiert, findet den Kanal wahrscheinlich interessant. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist es so, ja. Könnte auch ein Kanal zur Märklin-Eisenbahn sein. Gibt's ja bestimmt auch. Nicht das ist sicherlich. Nichtsdestotrotz. Wir haben zumindest in den Videos erfahren, es gibt gut geschwärzte Schuhe, es gibt ein mehr grünliches Schwarz, habe ich mir nur aufgeschrieben. Echtes Leder in dieser Farbe zu gerben, ist halt nicht einfach. Sprechen 4 Minuten über Schuhe. Hab ich mir jetzt noch notiert, das ist fast so abwegig, als eine Stunde oder mehr über YouTube-Kanäle zu sprechen und diese zu bewerten auf einem Kanal, den keiner schaut bzw. hört. Also gut, ich meine, für jeden gibt es irgendwas auf YouTube. Es ist halt ein Nischending, ne? Ja, also nichtsdestotrotz machen wir auch noch Präsentation. Ich stelle einfach so, als hätte ich diese ganzen Anspielungen heute nicht verstanden. Und Frank, wie findest du Anspielung? Ich weiß es nicht. Wie findest du die Präsentation?
Ja, die Präsentation, also gut gemacht. Also das, was ich mir da auf dem Kanal angeschaut habe, das kann so durchaus auch in irgendeinem hippen jugendlichen Format im Fernsehen laufen, was ich mir dann auch nicht anschauen werde. Ja, also ich kann mit dem Content an und für sich wenig anfangen, aber ach so, du wolltest erst die Präsentation oder erst den Content, weil du gerade Ja, erst Präsentation sagst. Präsentation, den Content hatten wir gerade. Erst, ja, die Präsentation ist gut gemacht. Ne? Kann man nicht anders sagen. Passi? Kann ich nur zustimmen. Also wirklich gut gemacht, auch so rein präsentativ her von den Leuten, die es machen. Einfach sehr solide und kann ich mir gut angucken. Ja, also ich finde die zwei Typen da, die da irgendwie, finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber vielleicht, also ich finde die fast für so ein Lifestyle-Format, was es ja nun mal ist, für die Zielgruppe finde ich sogar so ein bisschen ungeeignet. Also der eine ist Ach, da so wieso? Sind doch beides Hipster im weitesten Sinne. ein. Es passt doch gut zu so einem Schuhformat. Ja, naja, vielleicht habe ich da eine unterschiedliche, eine andere Wahrnehmung irgendwie, wie das sein müsste. Aber vielleicht bin ich für den Quatsch auch einfach zu alt, ich weiß es nicht. Ja. Nee, Frank hat da schon recht. Ja. Naja, also okay, Präsentation ist damit abgehakt. Aber wahrscheinlich sind es zwei ganz nette Typen wahrscheinlich, aber interessiert mich trotzdem ein Scheiß. Sonstiges. Hohes Produktionsniveau, Kamerabild und so, Color Grading, Schnitt, muss man ihn lassen. Ja, was sagst du zum Zumindest Banner? über dem YouTube-Durchschnitt. Ich finde das Kanaldesign allgemein ganz okay. Ja, hier könnte man vielleicht anmerken, die Thumbnails sind ein bisschen öde, weil es sind jedes Mal nur Schuhe zu sehen. Du, für Leute wie Passi, die das interessiert, ist das bestimmt für jedes Mal ganz spannend, weil es ja jedes Mal andere Schuhe sind. Ja. Weißt du, von daher. Ja, also, es soll halt auch so hip wirken wie der Rest vom Kanal. So hip, ja, so jugendlich und so. Ja, Von so Hop daher. Hip. So Rap-mäßig, ne? Also, So, yo. genau, so total hip und so. Und ja, passt halt zum Gesamtbild des Kanals. Von daher ist in Ordnung. Ja, passt. Mir persönlich sagt es jetzt nicht zu, aber es ist professionell gemacht, das kann man durchaus sagen. Und die Bauchbinden, die sie verwenden, zum Beispiel in den Videos, die finde ich auch ganz nett. Und die sind okay, finde ich. Kann man ja auch mal sagen an der Was? Stelle. Bauchbinden? Bauchbinden, ja. Kennst du das nicht? Nee, sagt mir gerade Er kennt nichts. nur Damenbinden. Das Ich kenne nur die Damenbinden, das ja. sind diese Dinger, die auch zum Beispiel bei Mitten im Leben auftauchen unten drunter, wo dann zum Beispiel drin steht, isst gern Klopapier oder so. Oder Ah, Frank betreibt irrelevanten YouTube. ja, da fliegt er schon raus, der Partei, ne? Also wenn man so einen Müll erwähnt, dann muss man halt mittendrin abbrechen. Aber gut, dann habe ich wieder was dazugelernt. Bauchbinden, okay. Ja, hast du nicht gewusst, dass die Dinger Bauchbinden heißen? Glückwunsch. Nö. Ja, schön. Dann konnten wir heute auch nur Wissen vermitteln. Das ist schön, wenn man Menschen helfen kann in dieser Sendung. Ja, mein Gott, Brain Content ist im weitesten Sinne ja auch ein Wissensformat, ne? Richtig. Content mit Köpfchen, Frank. Gehirninhalt. Content mit Köpfchen. Content mit Hirn. Das sind die Slogans. Naja, wandeln wir noch das in Punkte um. Content. Frank, wie viel gibst du? Ist eine Frage. Ich kann mit dem Content nichts anfangen, aber der Content ist ja wohl vorhanden für die Leute, die sich dafür interessieren. Da bin ich so ein bisschen im Zwiespalt. Was sagst du, soll ich meine persönliche Affinität gegen Schuhe bewerten oder soll ich den Content ganz nüchtern betrachten, wie es jetzt beispielsweise ein Schweizer tun würde? Vielleicht machst du eine Mischung aus beidem. Ja, dann sage ich mal, Content ist vorhanden, 5 von 10. Herr Pascal. Content bei Turnschuh TV. Jo. 6 von 10 Punkten tatsächlich. Ja, ich gebe ihm Don't 5. ask me why. Also frag wirklich nicht warum. Vielleicht einfach, weil es Warum? daran liegt, dass es. Es liegt vielleicht daran, dass es irgendwie auch mal Schuhmodelle sind, die man so nicht öfter sieht. Auch welche, die man sich nicht unbedingt kaufen würde, aber halt, ja. Kann man, denke ich, nur verstehen, wenn man auch irgendwie sich dafür interessiert. Ja, ich gebe mir 5 von 10. Also ich sehe das auch eher in dem Fall so nüchtern wie Frank. Für mich persönlich ist es nichts, aber es ist gut gemacht. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Das ist keine jetzt so eine flache Wichse wie bei Mert Martin irgendwie. Von daher, ja, 5 von 10. Für die, die es interessiert, ist das sicherlich vielleicht ganz interessant gemacht. Und gibt es ja auch so in der Form nicht. Von daher ist mal was anderes. 5 von 10. So, Präsentation. Auch da frage ich Frank wieder, was gibt's denn? Ja, gut gemacht.
7 von 10. Passi? Ja, bei mir gibt es in der Präsentation 4 von 10 Punkten. Tatsächlich. Warum denn? Ja, warum? Weil so viel Präsentation nicht vorhanden ist. Die halten eigentlich nur Schuhe in die Kamera. Wo ist dann eine Präsentation? Ja, ich gucke die Videos, wenn ich sie gucke. Ich habe den Kanal auch nicht abonniert. Ich gucke die Videos, wenn ich sie gucke, nicht um die labern zu hören, sondern um mir den Schuh an dem Fuß anzugucken. Das war's. Ja, wie ich der ein oder andere kennen würde jetzt sagen, gerade hat er aber was ganz anderes gesagt. Und jetzt so. Bin auch etwas irritiert, aber akzeptieren wir einfach mal so, ne? Ja. Ja, die Irritierstation. Sorry, dafür muss ich dir direkt. Wo haben wir sie hier? Einen kleinen Moment. Der ist nur für dich. Das ist klar. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich gebe auch 4 von 10 in Präsentation. Bei mir deckt sich das aber mit der Aussage von Grad, dass ich die Typen irgendwie komisch finde. Sie ist vielleicht ganz nett sind, aber irgendwie ich persönlich, also ist nur mal ein persönlicher Geschmack jetzt, vielleicht ungeeignet finde. Aber bei Passi hat sich's nicht gedeckt mit der Aussage von Grad. Ist aber nicht schlimm. Da haben wir auch irgendwie widersprüchliche Aussagen. Korrekt. Ja. Sonstiges noch? Frank, hau einen raus. Ja, sonstiges ist vorhanden. Geht um Schuhe, 5 von 10. Sehr gut, Tassi. Ja, bei mir sonstiges neben Lars Geschlecht gibt es bei mir für Turnschuh TV 7 von 10 Punkten. Ja, ich gebe dann... Lars ist schlecht. Ja, lange Geschichte. Wollte ich gerade sagen, kannst du ja gleich nochmal. Ich gebe 4 von 10 in sonstiges. Ja, es ist, wie gesagt, es ist der Banner, es war professionell und das ganze Zeug ist professionell, aber sagt mir persönlich nicht zu und naja, der Kanal wird seinen Weg definitiv gehen, er hat bisher 34.000 Abonnenten, aber ob das so ganz groß wird, das Ding nie werden, das wird immer mehr so ein bisschen so eine Nische bleiben, vermute ich jetzt persönlich mal, aber für wen es was ist, für die Geschmäcker, die sich sowas anschauen wollen, ist ja in Ordnung. Ja. Gesamtpunktzahlen sind somit bei Frank, welche Gesamtpunktzahl? Ich glaube, ich hatte 7 Punkte für die Präsentation gegeben. Ne? Ich war so ein bisschen durcheinander, weil Pascal ja dann quasi den Aufruhr der heutigen Sendung verursacht hat. Dann wäre ich bei 17. 17 von 30 Punkten bei Frank, Passi. Bei mir das Gleiche, auch 17 von 30 möglichen Punkten. Wow. Und ich bin bei 13 von 30 möglichen Punkten. Hält ihn auch den strengen Lars. Ja, es ist halt auch, wie gesagt, für wen was ist, kann sich das anschauen, ich muss es nicht. Ja? Nee. Doch. Von daher, das war heute unsere vierte Bewertung und das war die Kategorie Deutsch zum zweiten Mal. Das war sie, Folge 28 von Channel View. Und wir möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken für den netten Besuch, den wir heute hatten, nämlich bei Frank. Ja, gern geschehen. Ich wollte ja schon immer in die Kritiksendung, die es in sich hat, lieber Lars. Ja, kein Problem. Immer wieder gerne, auch wenn wir heute gesagt haben, du darfst nicht mehr kommen. Du darfst natürlich jederzeit wieder kommen. Und Mist. Was man auch sagen muss, wir haben heute ein bisschen Spaß gemacht, muss man sagen, an der Stelle. Es war eine Sendung, die ich so schnell sicherlich nicht vergessen werde. So sieht übrigens jede Sendung bei der Isolierstation aus. Und bei uns war das heute mal ein bisschen anders als sonst. Und Hashtag qualitativer Content. So, nehmt auch die Bewertung von Frank eben, den er mitgebracht hat, nicht so ernst. Das war nicht so ernst gemeint. Bester Kanal. Das war weder Tobi noch ernst gemeint, muss man sagen. Und deswegen, um das vielleicht nochmal aufzuklären an der Stelle. Aber ja, war heute ein bisschen Spaß. So, ich würde sagen, auch Passi und ich sind das nächste Mal auch wieder da in Folge 29. Schauen wir mal, wie wir dann aus der Versenkung rausziehen. Genau. Irgendjemanden werden wir schon finden. Im Zweifelsfall. Ja, weiß ich nicht. Machen wir einfach eine dritte Stimme. Oder so. Und dann geht das auch. Also ich wäre ja mal dafür, dass ihr Lurke für dieses Format einladet. Lurke? Ja, der wollte auch mal. Ja, Lurke wollte auch mal hier. Lurke hat gesagt, er möchte auch mal in Channel View mal Lurke ein paar Kanäle. Lurke for President. Auch mal ein paar Kanäle zu reisen, ja. Lurke gibt es ja immer im Rain Talk regelmäßig da.
Ja, vielleicht hat sich auch der eine oder andere schon gefragt, warum wir erst so spät diesmal auf Sendung waren. Denn die Sendung hätte ja eigentlich schon längst kommen müssen am ersten Samstag des Monats. Das hängt damit zusammen, dass wir vor unserer kleinen Sommerpause nochmal was anderes ausprobieren wollten und gesagt haben, wir legen es diesmal auf die zweiten Samstage, dritter und vierter Samstag. Da ja heute der dritte Samstag des Monats ist, kommt Brain Talk natürlich am vierten Samstag des Monats. Und da ist natürlich dann auch wieder Pascal, Lurka und auch ich dabei. Der gute Frank nicht, aber... Ja, wie Sommerpause. Wie soll ich denn das verstehen? Genau, wir gehen in eine Sommerpause tatsächlich im Paul Monat. Sau, du machst gefälligst weiter hier. Die Leute wollen Content auf Brain Content. Nee, Passi muss ja auch mal schlafen. Genau. Ich würde ja auch durchziehen, aber es gibt Leute, die wollen auch mal schlafen. Von daher auch. Ah, du robbst das doch auch alleine. Auch Alex zum Schnitt bei Brain Talk möchte schlafen. Auch Timo möchte mal schlafen. Und tja, so ist das. Hart, ja. Andere sagen, dass es dem Ende entgegengeht, aber das sagen auch nur andere. So, also ich würde sagen, das war's für heute. War eine schöne Sendung. Ich bedanke mich bei Frank und wie immer auch bei dir natürlich, Passi. Und dann würde ich sagen, jetzt kommt ein Abspann, der sich gewaschen hat. Tschüss.